Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum neuen Video hier aus Kroatien. Und heute zeige ich euch einen neuen Keulentrick. Und wenn man den ganzen Trick kann, sieht es so aus. Ihr seht schon, eine Keule dreht sich nicht. Und das Ganze nennt man dann Flow. Ich blende das Ganze jetzt nochmal in Zeitlupe ein. Wie funktioniert das Ganze? Ihr braucht natürlich drei Keulen und müsst mit drei Keulen spielen können. Wenn ihr das Ganze noch nicht könnt, werde ich euch oben links das Video dazu einblenden. Und zuerst nehmt ihr eine Keule und versucht die ganze ohne Drehung zu werfen. Dafür würde ich euch raten, die ganze Keule ein bisschen anzudrehen. Also hier zu nehmen und so ein bisschen drehen. Leichter. Und dann übt ihr das Ganze also ohne Drehung in die linke Hand, dann wieder zurück, wieder in die linke, wieder in die rechte. Und wenn das dann gut klappt, dann müsst ihr auch mal versuchen, das Ganze höher noch, damit ihr mehr Zeit habt. Und dann könnt ihr auch schon zwei Keulen nehmen. Dann macht es eigentlich wie bei zwei Keulen am Anfang, also ihr werft links, rechts und da baut ihr halt das Land in den Flow ein. Das heißt links, rechts, Flow. Also die erste normal werfen und die zweite dann als Flow. Das Ganze übt ihr dann auch wieder, bis ihr es gut könnt. Und dann könnt ihr das Ganze auch schon mit der dritten Keule versuchen. Mit drei Keulen wird es dann natürlich schwieriger, weil ihr nicht mehr so viel Zeit habt. Das heißt, ihr jongliert einfach und dann versucht ihr mal, ich würde euch raten, wenn ihr Rechtshänder seid, mit der rechten Hand anzufangen, weil es dann einfacher ist. Also versucht ihr als Rechtshänder, als erst mit der rechten Hand, einen Flow mal zu werfen. Ihr müsst die Keulen danach nicht fangen, Hauptsache der Flow funktioniert. Und das übt ihr dann einfach, bis ihr es gut könnt. Und dann müsste das der ganze Trick auch schon gewesen sein. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen zu dem Video habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich werde euch weiterhelfen und antworten. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Und schaut auf jeden Fall am Samstag das Video an. Da wird dann nochmal ein großes, langes Video von Kroatien kommen. Auch mit Unterwasseraufnahmen. Also lasst euch auf jeden Fall überraschen. Und bis dahin, ciao.